Servus und hallo zurück zu The Quarry Filmmodus. In der letzten Folge, der Tod war schon sehr unerwartet. Ja, bevor wir lang quatschen, es geht weiter. Inhaltszusammenfassung gebe ich euch nicht. Hab schon wieder zu lange gequatscht. Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Jetzt ergibt es Sinn. Du hast Wolfsblut? Hab's aus dem Wald. Travis hat mich erinnert. Nimm du es doch. Es wird nicht für beide reichen. Nein, das kann ich nicht. Ist eins. Du hast viel Schlimmeres durchgemacht. Wenn's einer verdient zu überleben, dann du. Das ist deins. Ganz sicher? Ja, das passt schon. Ich schaff das. Ach, mief das. Lieber stinken als tot. Ich meine, dir wird schon nichts passieren. Klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warras. Silas' Mutter. Oder so. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ja noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett, dieser guten Seele, den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus einem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Töten wir doch Caleb? Nein, wir töten Silas. Das sind die Überreste. Ach du Scheiße. Mann.
Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich's bedauere. Ja. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht. Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh! Laura! Tu es. Er kann nichts dafür. Er hat schon so viele getötet. Sagen Sie. Tu es! Nein! Hier mit der Knarre. Ich hätte dich gleich töten sollen. Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe. Nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir. Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. We'll be right back.
Sommercamp-Tragödie. Bärenangriff mit mehreren Todesopfern. Was sagst du dazu, Anton? Mehrere? Das ist ja ganz toll. Klingt, als würde die Polizei die Leichen nicht mal alle zählen. Stattdessen heißt es da wohl nur 1, 2, 3. Ach, weißt du was? Lass uns einfach mehrere sagen. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Und sie dürfen diese Infos noch nicht rausgeben. Manchmal bekommt man nur sehr schwer Informationen aus der Polizei heraus. Vor allem, wenn man Expertin für Paranormales ist. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der 7. Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große,
mystische Kraft. Ist klar. Die Mine Schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Willkommen zurück bei Bizarr oder Banal, Anton. Heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das kriege ich wohl hin. Ich finde, einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh, scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Das ist verrückt. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Hey, wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich geb mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Was hältst du davon? Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt sehen können, oder? Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde,
Die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich geb dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein. Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Es war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast. Das war The Quarry. Filmmodus. Ich fand's unterhaltsam. Tatsache. Und ich fand den Filmmodus relativ gut gemacht. Klar, man hat immer gesehen, ach, hier wäre jetzt ein Quicktime-Event und hier wäre was zu tun. Was man nicht ganz klar ist, klar, ich habe ganz am Anfang die Parameter der Charaktere festgelegt. Aber wie dann entschieden wird, wann, warum wer stirbt und wie nicht, war jetzt für mich nicht immer nachvollziehbar. Könnt ihr nochmal schauen in der ersten Folge, die Charakteraufteilung, die Eigenschaftenaufteilung. Aber wurscht. Nach wie vor, ich finde es sehr schade, dass nicht als Co-op funktioniert hat, wie es sollte. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, das war's. Sag vielen Dank fürs Ansehen. Kommentare, Rückmeldungen und so. Wie immer natürlich gerne. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.